Willkommen zu einer weiteren Folge von Draugen. Ja, wir haben hier weitere Informationen bekommen zu den Ereignissen hier auf Gravik. All right, Betty. So what happens next in your story? Ja, Entdeckung, was wurde ausgegraben und hat diese Unglückslawine verursacht? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Das Kaffee belebt die Geister. Brauche ich jetzt dringend. Ist das Wetter auch so fertig? Im Augenblick, also nicht zur Zeit hier der Aufnahme, es ist draußen relativ so schwül warm und so. Und da ist man so gar nicht fit. So, mir macht das jedenfalls ein bisschen was aus. Kann so ein bisschen Koffein Wunder wirken. Ja, das war so im Groben jetzt mal so die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung dessen, was so ja zum Zerwürfnis der Brüder geführt hat. Ja, was ich in so einer Sache dann halt immer so ein bisschen traurig finde, ist, dass die Leute dann nicht in der Lage sind, irgendwie wieder zueinander zu finden. Ja, so irgendwie sich aussprechen. Hier ist weiter nichts außer Dunkelheit und natürlich Schnee im Gebäude. Logisch. Was auch sonst. Das Dach machte eigentlich einen relativ dichten und funktionstüchtigen Eindruck. Nun gut. Sei es, wie es will. Okay, ja, also wie gesagt, ich finde es halt immer traurig, wenn man dann halt nicht mehr eine Möglichkeit findet, irgendwie den Streit beizulegen. Ich meine, man ist immerhin Familie, man hat sich immer gut verstanden, man ist Bruder und Bruder. Und ja. You're at the mine, aren't you? Ja, davon gehe ich mal aus. Gut, ich schalte mal hier den Turbo bei ihm an. Wir joggen mal den Weg hier zurück. Und machen uns auf den Weg zur Mine. Ich könnte mir auch vorstellen. Überklettern? Hallo? Weil wenn wir zur Mine wollen, müssen wir hier irgendwie drüber. Das ging erst. Jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Hallo? Oder warte mal. Die Mine kann ja nicht hier sein. Oder vertue ich mich da gerade? Vertue mich, glaube ich, gerade, ne? Wir folgen einfach mal den Schienen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Genau. Die führen uns ja zur Mine. Hoffe ich zumindest. Ja, das tun sie. Da ist sie. Ich hatte jetzt gerade irgendwie einen anderen Zugang noch in Erinnerung, aber hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Friedland, Mining Company, AS 1897. Ich sollte vielleicht mal dringend etwas Koffein nachtanken. Momentchen. Das tut gut. Kaffee ist in vielen Situationen ein Lebensretter. So, wir öffnen mal. Schlüssel haben wir ja gefunden. In dem besagten Safe. Sollte man die Latüchte da nicht mitnehmen oder diese Latüchte? So eine Laterne kann Wunder wirken. Für den Fall, dass wir in die Mine selber hineingehen wollen. Und ich gehe mal davon aus, das wollen wir. Warum sollten wir sonst hier sein? Gut, wir schauen uns erstmal hier diesen Bericht an. Zeitungsausschnitt. Cursed mine in Gravik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on. They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion.
Das ist so, ja. Also diese, wie sagt man? Sich selbst erfüllende Prophezeiung, sowas in diese Richtung. So, ne? Alles, was irgendwie dann schief geht, hat dann halt mit diesem einen Ereignis zu tun und man denkt, ja, ne, das ist ein Fluch oder was auch immer oder Bestimmung oder ne, woran man dann immer gerade in der jeweiligen Situation glauben mag. Aber dann findet man entsprechende Hinweise, die einen da ne, auch sozusagen, die einen in seiner Ansicht, in seiner Meinung bestätigen. Das ist in vielen Fällen so. Vorsicht, ich muss mal ganz kurz das Mikrofon grabbeln. Yeah. So. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht ganz so sehr. So, dann klettern wir mal hier durch. Einen anderen Weg, da irgendwie weiterzukommen, weiß ich nicht, aber gut. 20 years pass. Fehde. Die Fehde wuchs und eiterte im kalten Inneren von Gravik wie eine krebsartige Bestie, die sich aus den Trümmern der Mine nährte. Fluch. Der Fluch wurde zum Vor... Ich nehme mal den Fluch. Und Feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. Ja, gut. Dann geht's dann halt weiter. Das ist ein bisschen schade. Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Ja, das ist etwas seltsam. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man so eine, die Zeit, man so für so eine Entscheidung dann in so einem Spiel hat, und wenn etwas arg begrenzt wird, dann kann man sich nicht mal die Sachen so richtig schön durchlesen. Ja. Okay, ist halt so, egal. Ja, komisch, ne? Also, warum wird das Mädchen umgebracht? Weil sie diesen Wikinger-Schatz da entdeckt hat. Also, das Ding hat ja nur wirklich archäologischen Wert, wenn man so will. Das ist also für ein, sorry, ist für einen Archäologen oder für ein Museum von Interesse. Warum bringt man dann das Mädchen um? Und ja gut, der Mord an Johann war dann irgendwie so der Racheakt, weil man ihm den Mord irgendwie in die Schuhe geschoben hat oder meinte irgendwie, er wäre dafür verantwortlich. Wäre eine Möglichkeit, aber das ist jetzt erstmal so reine Mutmaßung von mir. Ja, wir müssen hier durch. Raufklettern, runterklettern, wo er doch eigentlich gar nicht so der... gar nicht so die Sportskanone ist. Wenn man so ein bisschen anstellt. Rechts oder links? Ich vermute mal. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Ja, ja. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Tja. Ja klar, ne, je nachdem auf welcher Seite du dich schlägst, du bist dann immer in den Augen des anderen oder der anderen dann der Verräter. Dann einmal hier hoch. Und ja, was mit den Todesfällen, das ist aber auch irgendwie seltsam. Ne? Ich meine, gut, dass man sich dann in so einem Ort, dass die Leute sich zerstreiten, dass man dann aneinander gerät und so, das ist nachvollziehbar. Aber warum dann halt diese Todesfälle? Ich meine, warum werden die Leute deswegen krank? Gut, man weiß nicht, immer ne, psychosomatisch gibt es da dann so alle möglichen Sachen, die Leute mit den Nerven irgendwie am Ende sind und man in so einer, ich sag mal, vergifteten Atmosphäre leben muss. Das kann, glaube ich, krank machen, denke ich schon. Gut, dann kommen natürlich andere Sachen dann noch mit hinzu, wie beispielsweise halt, ne, dass man da Selbstmord geht oder von anderen Menschen getötet wird, was auch immer letzten Endes hier passiert ist. Gut, wir schauen mal. Because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. Ja, ich meine, there was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Gravik. Isolation. Das ist wohl wahr.
Was ich jetzt nicht so ganz verstehe bei der Sache. Klar, ne, die hatten natürlich sich jetzt vorgestellt, mit der Mine wären wir alle reich, ja, mit dem Eisen, was wir da abbauen können, dann wird irgendwas gefunden. Also hier dieser Schatz, mal in Anführungsstrichen, ja, dieser Fund. Und das bringt dann alles irgendwie ins Schwanken, beziehungsweise bringt alles quasi die Mine muss geschlossen werden, aber halt auch wegen dem Unfall, der dann passiert. Ich meine, gut, mit dem Unfall hatten die da Sicherheitsmaßnahmen nicht berücksichtigt, wurde da schlampig da in dieser Richtung gearbeitet, dass es dazu zu diesem Unfall gekommen ist. Auf der anderen Seite, ne, warum soll dieser Schatz in Anführungsstrichen die Minenarbeiten da stoppen? Es sei denn, dass man dann sozusagen die ganze Mine als ja archäologisch wertvoll dann irgendwie bewertet und hätte man nicht in dieser Richtung dann irgendwas machen können? Ich meine, das Ganze dann halt geschichtlich entsprechend nutzen und den Ort dann, ja, Tourismus, doch ja, in den 1920er Jahren, dann ging das doch schon so, also Tourismus dürfte es, wenn vielleicht auch in nicht ganz so ausgeprägter Form wie heute, aber dürfte es auch schon gegeben haben und dass dann Leute halt auf diesen Ort aufmerksam werden. Ich meine, man kann da immer irgendwas machen, meine ich zumindest, oder bin ich jetzt auf einem vollkommen falschen This place is cursed. Ridiculous. Ja, das ist seltsam. Okay, wir betreten mal die Mine. Oder auch nicht. Oh, auf eben. Ach, Puppenkopf. Ruth was here the day she fell. Ja, allerdings. Ruth, suche ich nach etwas, was niemals hier war? Something spooked her. And then she ran all the way to the cliff where do you know what happened, Betty? Did you witness it? War sie zu dem Zeitpunkt denn eigentlich schon auf der Insel? Ich denke ja nicht. Hello. Betty, are you in there? Please answer me. Aber die Frage ist, inwieweit, ja, gibt es Betty eigentlich noch oder existiert sie auch nur noch in seinen Erinnerungen, Fantasien? Man weiß es nicht. Er sucht ja schon seit längerem nach ihr, so zumindest was man so jetzt aus dem Gespräch zwischen ihm und Alice so herauslesen oder mitbekommen hat. Der Vogel ist auch mal etwas sehr, sehr schräg. Was war denn hier Schönes? Ein weiteres Schmuckstück. Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless you left it here for a reason. What am I not seeing? Das ist die Frage aller Fragen. Wir schauen mal. Ah, verdammter Vogel. Mann, der mich erschreckt. Ah, toll. Bestimmt um zu laufen. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir sollten hier raus. Ist nicht gut. Edward? What? Edward? Nie im Leben. Elizabeth? Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Das ist doch bestimmt nur wieder einer von seinen Fantasien. Stay where you are. I'm coming.
Okay. Klettern. Edward! Where are you? I'm on my way! Ding. Wir hören sie. I'm here, Betty. It's Edward. It's angeblich. Er ruft aber auch die ganze Zeit. I'm coming, Betty. Und warum kommt sie uns dann nicht entgegen? Ja, das sind alles so Punkte. Na, komm schon, geh darüber. Edward. Ja. I can hear you. Hold on, I'm almost there. So, wir müssen hier irgendwo hoch. Stay put, Betty. I'm coming for you. Gut, da ist der Weg. Wobei ich das jetzt hier noch erkennen kann in diesem Nebel. Betty? Please, Edward, hurry! Oh, Edward, hurry! Ja klar, wir hören sie durch die geschlossene Tür und so und im Haus und so weiter und so fort. Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. Nee. You're here. You're inside the house. Ich glaub nicht. Isn't that right, Betty? You're finally here. Also nach der Stimme oder der Quelle, die angezeigt zu urteilen, müsste sie hier irgendwo sein. In der Wand. Hier ist weiter nichts. Weiter keine Türen. Jede falsche Etage. You're here. You're inside the house. Elizabeth, there you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Er kennt Elizabeth so gut, jedes Teil von ihr, ihren Geruch, ihre Kleidung, sie ist vollständig und sie ist hier. Er hat sie gefunden. Sie ist es, er weiß, das weiß er. Es ist Betty, er kennt sie gut. Ja, toll. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Ja, das sagte ich ja schon mal, dass man hier die Zeit her sehr stark begrenzt ist, bis man hier mal irgendwas anklicken oder solange man oder die Zeit begrenzt ist, bis die man hat, um etwas anklicken zu können. Finde ich nicht so schön, aber nun gut, es ist halt wie es ist. So, ja, seine Schwester steht jetzt vor ihm. Toll. Und wir haben eine neue Fantasie, die er sich jetzt hier gerade zusammenbastelt. Aha, okay. Nein, wir sehen jetzt endlich mal die Wahrheit. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone.
So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... she was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. An meinen größten Fan, mit herzlichen Grüßen, Greta Gaynor. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Oh mein Gott, was für eine Geschichte. Oha. Oha. Tag 6. Ja, was dieser letzte Tag uns bringen wird, werden wir erfahren, aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Ich denke ihr vielleicht auch und ja, dann schauen wir mal, was uns dann der sechste Tag so bringen wird. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Begleiten bis hierhin, für eure Unterstützung bis hierhin. Macht's gut und genießt die Zeit.